Hallo und herzlich willkommen zum Was geht ab Flash. Mein Name ist Arne und das ist passiert. Gestern wurde im Mittelmeer ein Schlauchboot mit mehr als 100 Flüchtlingen an Bord gerettet. Zum Zeitpunkt der Rettung waren 7 davon schon an Unterkühlung gestorben und auf dem Weg zur Küste nach Lampedusa nochmal 20 weitere. Die Rettungsaktion fand unter extremen Bedingungen statt, so gab es 9 Meter hohe Wellen. Deswegen hat die Rettung auch so lange gedauert. Das Schlauchboot befand sich 160 Kilometer entfernt von der Küste und hatte den Notruf schon Sonntagnachmittag abgesetzt. Aber wie gesagt, wegen der schweren Bedingungen konnten sie jetzt erst gerettet werden. Letztes Jahr wurde die italienische Rettungsaktion Mare Nostrum beendet. Das hatte ein Budget von 10 Millionen Euro und damit konnten über 100.000 Flüchtlinge gerettet werden. Die ist jetzt vorbei. Jetzt gibt es die Mission Triton, die aber mit weitaus weniger Mitteln auskommen muss. Und das genau kritisiert auch die Bürgermeisterin von Lampedusa. Sie sagt, dass diese Flüchtlinge mit Mare Nostrum noch am Leben seien und sie kritisiert die EU, weil Italien die Rechnung für diese ganzen Aktionen alleine tragen muss. Die Merkel-Tour geht weiter. Als letztes war sie ja beim kanadischen Premier Stephen Harper. Die beiden haben kräftig die Werbetrommel gerührt für das Freihandelsabkommen CETA zwischen Kanada und der EU. Das ist ähnlich wie das TTIP-Freihandelsabkommen auch sehr umstritten, weil viele Kritiker zu wenig Verbraucherschutz befürchten. Im Hinblick auf die Ukraine-Krise betonen beide, dass Deutschland und Kanada geschlossen und diplomatisch vorgehen wollen. Kurz vorher hat sich Frau Merkel noch mit dem US-Präsidenten Barack Obama getroffen. Dort hat sie noch einmal betont, dass für sie Waffenlieferungen an die Ukraine nicht in Frage kommen. Obama auf der anderen Seite betont, dass er Waffenlieferungen auf jeden Fall als Option behalten möchte, wenn die Diplomatie scheitert. Trotzdem betonen beide, dass auch sie geschlossen vorgehen wollen. Morgen, also am Mittwoch, findet dann in Minsk ein Gipfeltreffen statt zwischen Angela Merkel, dem französischen Präsidenten François Hollande, Wladimir Putin und Petro Poroschenko aus der Ukraine. Das Ziel des Treffens ist ein sofortiger Waffenstillstand in der Ukraine, was den Weg auf eine friedliche Lösung des Konflikts bereiten soll. Der Gipfel wird jetzt schon so ein bisschen überschattet davon, dass das russische Militär auf der Krim eine Großübung abhält. Da sind mehr als 600 Soldaten in diesem Manöver involviert. Und von der Meldung, dass ukrainische Regierungstruppen eine Großoffensive auf Mariupol starten. Die Stadt wird von prorussischen Separatisten besetzt gehalten und liegt an einer strategisch wichtigen Stelle zwischen der russischen Grenze und der Krim. Der Berliner Rapper Dennis Kuspert alias Desodog wurde jetzt von den USA auf ihre Terrorliste gesetzt. Als sie 2012 dem Islamischen Staat angeschlossen und macht jetzt in brutalen Propagandavideos Werbung für den Dschihad, auf einer Aufnahme aus dem November sieht man ihn, wie einen abgeschnittenen Kopf eines IS-Gegners hochhält. Was Deutsche wie auch Desodog zum Islamischen Staat treibt, damit haben wir uns in unserer Was geht ab Story beschäftigt. Das Video könnt ihr euch hier angucken und hier geht's nochmal um den Kampf gegen das TTIP. Was denkt ihr, sollte Deutschland die Küstenstaaten von Europa bei der Rettung von Flüchtlingen unterstützen? Und was ist eigentlich eure Meinung zu Freihandelsabkommen generell? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Das war der Was geht ab Flash für heute. Bis morgen.